Das Magna Rasino Frühlingsfest hat begonnen mit einem Traumsieg für Österreich gestern in der Diamond Tour, die zugleich die erste Qualifikation für den Opel Grand Prix Magna Rasino war, aber auch für das Gaston Glocks Championat. Und wir haben uns extrem gefreut, einen österreichischen Sieger hier zu haben, und das war der Stefan Eder. Stefan, ein paar Worte dazu. Ja, großen Dank an mein Pferd, er hat wieder alles gegeben. Die Konkurrenz ist echt groß hier. Aber wie man sieht, der fühlt sich super wohl auf dem Turnier. Wir haben super Wetter, die Böden sind gut. Und ich habe mich mindestens ebenso gefreut gestern, wie ihr auch. Weil es einfach ein super Sieg war. Es war echt ein schnelles Springen und Chili konnte ums Eizahl schneller sein wie der Zweite. Und das freut mich sehr besonders. Heute hast du ja noch eins draufgelegt, hast mit dem Loali den nächsten Sieg geholt. Wie läuft das so am laufenden Band, ein Sieg nach dem anderen? Ja, Selbstvertrauen ist da und Loali sprang in den letzten Parcours schon einfach hervorragend. Ich habe es schon irgendwie gespürt, dass da jetzt irgendwann einmal was kommt, aber dass es gleich heute zum Auftakt, da ging heute den ersten Parcours, so gut klappt und dass er gewinnen wird, das war für mich auch ein bisschen überraschend dann am Ende. Ich habe gewusst, der wird gut springen, aber dass er gewinnen kann, echt super. Wir hören im Hintergrund gerade einen Jingle, es läuft ja die nächste Diamond Tour, das nächste Weltranglistenspringen. Gehst du da auch an den Start? Ja, Chili van Dijk wird auch an den Start gehen mit mir und bin sehr zuversichtlich, so wie er gestern sprang, kann das heute auch wieder ganz gut klappen. Morgen haben wir ja zum ersten Mal hier im Magna Rasino das Gaston Glocks Championat, das inzwischen sich einen Namen gemacht hat, weil da für 2,5 Stunden eine ganz eigene Welt entsteht mit dem eigenen Glock-Parcours, dem Glock-Blumenschmuck. Was denkt sich der Reiter da dazu? Ja, wir Reiter freuen uns schon auf das Glockspringen. Wir wissen ja, die haben wir schon ein paar Mal bestritten, so Glockspringen, und es ist echt Wahnsinn, was die für einen Aufwand betreiben und wie spitze dekoriert der Parcours wird und ganz besonderes Springen, wo wir natürlich auch Augen drauf werfen, dass wir da vorne dabei stehen können. Am Sonntag geht es dann um den Opel Grand Prix Magna Rasino, das unter anderem eine Qualifikation für die Weltreiterspiele ist. Da bist du ja schon qualifiziert, aber ich glaube, den Opel, den es da vielleicht als Siegerpreis gibt, wäre das was für dich? Absolut, das ist echt ein schönes Auto und ich glaube, es wird jeder lügen, der sagt, ich will den Opel nicht haben. Also wir werden da schon versuchen, das zu gewinnen. Wie geht der Weg weiter für den Stefan Eder in Richtung Weltreiterspiele nach diesem Turnier? Ich muss jetzt einmal schauen, wie in die wirklich ganz schweren Springen meine Pferde springen. Am Samstag im Glocks-Championat wird Loali an den Start gehen, am Sonntag im großen Preis Chili an den Start gehen. Und je nachdem, wie sie springen, so wird weiter geplant. Wir haben noch keinen konkreten Plan. Jetzt ist ja hier beim Magna Rasino Frühlingsfest erstmals auch ein riesengroßes Programm rundherum. Es ist die Working Equitation Weltmeisterschaft. Heute waren das erste Mal die Vierspänner unterwegs. In der Pause hat es Hundevorführungen gegeben. Morgen ist das erste Oldtimer-Race mit ganz tollen Autos, unter anderem einen 13 Millionen Euro teuren Ferrari. Und jetzt kriegt man das als Reiter auch so mit, das Programm rundherum, oder hast du da mega Stress den ganzen Tag? Ja, leider nicht. Also ich höre es nur, es ist ja super Feedback hier am Turnier. Die Leute sprechen alle gut und sie wandern herum und schauen sich die verschiedenen Events an. Ich persönlich bereue es, dass ich 5 Pferde mitgenommen habe. Ich bin den ganzen Tag beschäftigt mit meinen Pferden. Ich würde mir das andere auch gern anschauen, aber da geht einfach mein Sport leider vor. Dann wünsche ich mir da auf jeden Fall, dass du noch viel Stress hast, damit du viel gewinnen kannst, und alles Gute fürs Weitere, Stefan. Dankeschön, danke.